So, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66. Stunde der Wahrheit. Das ist auch das erste Mal, bis jetzt noch nie passiert, dass ich mich hinsetze, um ein Video aufzunehmen und dass ich gar nicht weiß, worum es im Grunde geht. Also natürlich weiß ich, worum es im Grunde geht, aber wie ich das genau mache, muss ich eigentlich sehen, während ich diese Aufnahme mache. Ich hatte ja gesagt, letztes Mal, als ich mit Gott und den Faschisten gelesen hatte, hatten wir ja angefangen, über das Konkordat zu sprechen. Das war ja das Unterkapitel über in dem Kapitel über wie heißt es jetzt hier, der Vatikan und Hitlerdeutschland, das Konkordat mit Hitlerdeutschland. Da habe ich ja gesagt, ich habe das Buch von Franz von Papen, Der Wahrheit eine Gasse, seine Autobiografie, aber ich bin von dem Buch sehr enttäuscht, weil da stehen gar nicht so tolle Dinge drin. Also zumindest habe ich mir von dem Buch was Besseres erwartet als das, was ich hier drin finde. Und ich habe es mir nochmal angeguckt. Ich hatte ja das vor einem halben Jahr oder was, hatte ich das mal durchgelesen, dieses Kapitel, und hat mir ein paar Dinge angestrichen. Also sage ich, ich fange jetzt mal einfach an. Auf Seite 313, das Konkordat, in dem Kapitel Nummer 18 in dem Buch Der Wahrheit eine Gasse von Franz von Papen zu lesen. Werde da ein bisschen drin lesen, und wenn es dann ein bisschen langweilig wird, mehr oder weniger, dann gehen wir rüber in ein Papier, das ich gefunden habe über das Konkordat im Allgemeinen, dass das nochmal mit etwas anderen Worten erklärt. Dann werde ich auch umschalten von dieser Audioaufnahme auf Kameraaufnahme, weil das ist ein PDF, dann mache ich das mit einer direkten Kameraaufnahme und dann das Konkordat auch selbst lesen, zumindest Auszüge davon. Das habe ich mir extra besorgt und runtergeladen. Ja, und wenn die Stunde dann noch nicht voll ist, dann lesen wir sogar weiter in Hinter den Diktatoren. Also von daher weiß ich jetzt, Hinter den Diktatoren sage ich schon, mit Gott und den Faschisten. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, wird das jetzt ein Video für die Serie oder wird das ein extra Video über das Konkordat, das ich gerne nennen würde, das deutsche Konkordat, Pakt mit dem Teufel. Wollen wir erstmal sehen, wo uns das hinbringt. Also wir werden erstmal anfangen, jetzt hier zu lesen auf Seite 313, Kapitel 18, ist dem Buch Der Wahrheit eine Gasse, die Autobiografie von dem Malteserritter, früheren Kanzler und dann Vizekanzler unter Adolf Hitler, Franz von Papen. Das Konkordat, das Kapitel, bespricht viele Dinge. Es fängt an mit meinem Besuch in Rom, Unterredung mit Papst Pius dem 11., radikale Opposition, soziale Probleme, Ausschaltung des Klassenkampfes, das Judenproblem, die Hakenkreuzflagge, Blomberg bekennt Farbe, Goebbels Eintritt ins Kabinett, die preußische Frage, mein Rücktritt als Reichskommissar, Konzentrationslager, auswärtige Politik, Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund, die österreichische Frage und das Saar-Problem. Das klingt vielleicht von den Überschriften hier ganz interessant. Ich kann nur sagen, ich war wie gesagt von dem Buch an sich enttäuscht. Aber wir wollen mal sehen, was er hier so sagt und wie er es hier so schreibt. Also, Franz von Papen fängt an zu sagen, meine vorzüglichste Sorge, die neue Reichsregierung auf christlichen Grundsätzen zu verankern, womit wir natürlich auch hier in diesem Fall immer katholisch unter christlich müssen, verstehen müssen, bildete das Leitmotiv meines Handelns. Wenn dies gelänge, wusste ich, würde alles andere leicht sein. Daher schien mir von vornherein zweckmäßig, mich nicht mit den Versicherungen Hitlers zu begnügen, sondern die Rechte der christlichen Kirchen auch juristisch unanfechtbar zu machen. Der Antiklerikalismus des radikalen Parteiflügels machte das Problem noch dringlicher. Ich beschloss daher, Ostern nach Rom zu fahren, um die Möglichkeit für den Abschluss eines umfassenden Vertrags zu prüfen. Zwischen dem Vatikan und dem Reiche hatte es seit den Tagen der Reformation kein Konkordat mehr gegeben. Einige Länder mit überwiegend katholischer Bevölkerung hatten Länderkonkordate geschlossen, wie beispielsweise Bayern. Das überwiegend protestantische Preußen hatte trotz aller Bemühungen des Nuntius nur ein ziemlich dürftiges Abkommen mit dem Heiligen Stuhl. Während der Weimarer Periode hatte das Zentrum wiederholt versucht, zu einer Verständigung zu gelangen. Die enge Partnerschaft mit Rücksichtnahme auf die Sozialdemokratie hatten diese Bemühungen immer an der Schulfrage scheitern lassen. Die neue Lage in Deutschland schien nun günstig für die endgültige Regelung der kulturellen Frage. Gleichartige Abmachungen mit der evangelischen Kirche sollten dann auch noch in der Zukunft folgen. Man sagt hier, die enge Partnerschaft und Rücksichtnahme der Sozialdemokratie hatten diese Bemühungen immer an der Schulfrage scheitern lassen.
Das ist auch der Grund, weshalb in Deutschland es kein Bundesministerium für Bildung gibt, sondern, ja, es gibt ein Bundesbildungsministerium, schon richtig, aber die Schulen, die Schulfrage, die Leitung der Schulen ist Ländersache in der Bundesrepublik Deutschland heute. Und das war auch damals schon Ländersache. Ja? Das ging also um die einzelnen, ja, na, damals waren ja keine Bundesländer, aber damals waren es einzelne Länder, die sich ja in dem Reich zusammengeschlossen hatten. Heute sind es Bundesländer, die sich in dem Bund zusammenschließen. Aber Schulsache, Schulaufgaben, die Oberhoheit darüber, war immer den Ländern vorbehalten und nicht dem Reich. Genauso wie es heute eben auch nicht dem Bund überlassen ist, eine bundeseinheitliche Schulregelung zu machen. Ja? Daran ist das damals schon immer gescheitert. Nun, er fährt fort und sagt, Mussolini, den ich jetzt zum ersten Mal kennenlernte und der meinen Privatbesuch von der italienischen Grenze ab mit ausgesuchten Ehren umrahmte, bestärkte mich lebhaft in dem Vorgehen, die Beziehungen meiner Regierung zum Vatikan zu regeln. Hatte er doch durch die Lateranverträge, wir erinnern uns, im Februar 1929, hatte er doch im Rahmen der Lateranverträge den säkularen Streit mit dem Heiligen Stuhl beendet und damit bewiesen, dass auch das faschistische Regime nicht ohne Frieden mit der Kirche existieren könne. Dieser Mann schien mir von ganz anderem Charakter als Hitler. Seine untersetzte Figur, seine hohe Stirn und sein herrscherlicher Blick hatten etwas Imponierendes. Während man von Hitler den Eindruck der Unsicherheit und des Tastens hatte, strömte Mussolini Ruhe und Überlegenheit aus, die Achtung einflößten. Dazu war er ein Mann von Welt, dessen liebenswürdige Manieren kaum an den Diktator erinnerten. Dem äußeren Anschein nach musste er Hitler durchaus überlegen sein. Ein Staatsmann wie er sollte eigentlich einen günstigen Einfluss auf einen revolutionären Gegenspieler haben. Staatssekretär Kardinal Eugenio Pacelli empfing mich mit großer Liebenswürdigkeit. 11 Jahre hatte er die Interessen der Kirche in Deutschland vertreten, zuerst in Bayern und dann im Reich, nämlich erst aus München und dann aus Berlin zwischen 1917 und Anfang 1929. Niemand kannte besser als er die Verhältnisse im Reich und in den Ländern. An seiner Seite stand jetzt Monsignore Dr. Kahrs, der resigniert die Leitung der Zentrumspartei niedergelegt hatte und in den beschaulichen Frieden des Petersdoms übergesiedelt war. So beschreibt der Franz von Papen das hier. Wir werden da eine ganz andere Beschreibung von kennenlernen in dem Buch von Karl-Heinz Deschner mit Gott und den Faschisten. Ja. Wir wissen, dass das ganz anders war, als er das hier scheinen lässt. Wenn es also eine Regierung gab, die ein klares Bild über die Möglichkeiten des Jahres 1933 haben konnte, dann war es gewiss der Vatikan. Herr François Poncet hat in den mehrfach erwähnten Memoiren auch die Behauptung aufgestellt, ich hätte versucht, dem Heiligen Stuhl mit dem Konkordatsangebot eine Falle zu stellen. Es scheint mir dies weit mehr eine Beleidigung der Intelligenz des regierenden Papstes und seiner nächsten Mitarbeiter als ein rachsüchtiger Steinwurf auf einen alten Kollegen von der anderen Seite. Also, wenn er mit dem Konkordat jemandem eine Falle gestellt hätte, dann nicht dem Heiligen Stuhl, sondern dem deutschen Volk. Lass uns das mal eben deutlich sagen. Nachdem ich die Fragen eingehend mit dem Kardinalstaatssekretär besprochen hatte, empfing mich Antichrist Papst Pius XI. Seine Heiligkeit begrüßten meine Frau und mich voll väterlicher Güte und mit den Worten, wie beglückt er sei, in Hitler eine Persönlichkeit an der Spitze der deutschen Regierung zu sehen, die den kompromisslosen Kampf gegen Kommunismus und Nihilismus auf ihre Fahne geschrieben habe. In der Tat, die Atmosphäre war so herzlich und die Zustimmung so allgemein, dass es in einer für die Arbeitsweise des Vatikans ungewohnten Schnelligkeit gelang, die Grundlinien dieses Entwurfs oder eines Entwurfs festzulegen, also Entwurf des Konkordats. Mit ihnen, also diesen Entwürfen, fuhr ich nach Berlin zurück und der Vatikan befasste jetzt den deutschen Episkopat mit dieser Frage. Dieser wiederum beauftragte den Freiburger Erzbischof Dr. Gröber mit seiner Interessenvertretung und wir beide haben ausgezeichnet zusammengearbeitet. Hitler nahm meine Vorschläge mit überraschender Bereitwilligkeit entgegen. Das war umso bemerkenswerter, als dieses Konkordat zum ersten Male die Freiheit der konfessionellen Schulen für das gesamte Reichsgebiet vorsah. Wer die nie abreißenden Kämpfe um die Schulfrage kennt,
wird den Fortschritt ermessen, den diese Regelung für die deutschen Katholiken bedeutete. Waren Hitlers Zusagen auf Täuschung berechnet? Bin ich oft gefragt worden. Sehr genau kannte er die Widerstände der radikalen Parteifreunde und jener, die aus dem sozialistischen und kommunistischen Lager zu ihm übergelaufen waren. Indes, im Frühjahr 1933 mochte er den Eindruck haben, seine Stellung sei so überwältigend stark, dass er die öffentliche Kritik dieser Kreise nicht zu fürchten brauche. Auch heute noch bin ich der Überzeugung, lagen seiner Denkungsart die religiösen Dinge auch fern, so hat er doch sehr gut begriffen, in welchem Maße eine konziliante Haltung gegenüber den religiösen Problemen seine Aufgabe erleichtern werde. Für mich als Treuhänder der Koalitionspartner war es eine Pflicht, Hitlers Stellung gegenüber den negativen Kräften der Partei zu stärken, solange diese noch nicht laut wurden. Nach Abschluss vertraglicher Bindungen würde er in der Lage sein, solche Einflüsse auch in Zukunft zurückzuweisen. Soweit lese ich von Seite 313 bis auf Mitte Seite 315. Und jetzt werde ich mich damit begnügen, noch ein paar wenige Absätze mit darin teilweise interessanten Aussagen zu lesen. Und zwar muss ich halt ein wenig ausholen. Das heißt, ich kann nicht nur das, was ich als Aussage hier unterstrichen habe, lesen, sondern ich muss wirklich einen ganzen Absatz lesen, dass wir ein bisschen den Zusammenhang verstehen. Unten auf Seite 316. Auf Seite 316 im letzten Absatz lesen wir weiter und da sagt es hier: Kann man sich wundern, wenn die Gegner jeder christlichen Grundhaltung jetzt zu einem Gegenschlage ausholten? Goebbels hatte, wie ich später erfuhr, Hitler bestürmt, diesen diabolischen Vertrag nicht zu schließen, also das Konkordat mit dem Vatikan. Aber noch hatte Hitler die Autorität, den Parteifreunden zu sagen, für den Aufbau Deutschlands bedürfe es des konfessionellen Friedens. Mein Glückwunsch-Telegramm, Zitat, Deutschland wird für die historische Aufgabe, die abendländische Kultur gegen alle Angriffe zu verteidigen, das unerschütterliche Fundament bilden, Ende Zitat, beantwortete er mit der Anordnung, dass die Auflösung katholischer Organisationen, die durch den Vertrag anerkannt seien, sofort rückgängig zu machen wäre, Zitat, alle Zwangsmaßnahmen gegen geistliche und andere Führer katholischer Organisationen sind aufzuheben. Zu Widerhandlung wird nach Maßgabe der bestehenden Gesetze bestraft. Und er fügte hinzu, Zitat, und diesen Satz habe ich farblich unterlegt, also gut zu hören. Hitler fügt hinzu, ich habe die starke Hoffnung, dass die Regelung der das evangelischen Glaubensbekenntnis bewegenden Fragen in kurzer Zeit den Akt der Befriedigung glücklich vollenden wird. Ende Zitat. Eine so warme und unzweideutige Antwort war sicher angetan, die Sorgen seiner Koalitionspartner zu zerstreuen, wenn dies seine Absicht war. So, und dann fahren wir noch ein paar Seiten fort. Wir sehen auch hier auf Seite 321 das Bild vom Konkordat, das ihr im Internet ja auch schon gesehen habt und von da auch kennt. Auf der Rückseite gibt es ein anderes Bild, wo er mit dem Chef der Heeresleitung, General Freiherrn von Fritsch, 1932 auf dem Pferde reitet, also der Franz von Papen. Und dann lesen wir noch etwas, was ich hier farblich unterstrichen habe auf Seite 322. Hier geht es nämlich um Hitler und Juden, und zwar eine sehr wichtige Aussage. Ich fange hier ein paar Sätze davor an. Da steht es hier, ich bat den König eindringlich, Hitler zu sagen, welch üblen Eindruck die antijüdischen Exzesse im Ausland gemacht hätten, und wie sehr der Kredit seiner Regierung darunter leiden müsse. Leider blieb auch dieser Hinweis ohne den gewünschten Erfolg, denn er hatte dem überraschten Monarchen entgegnet, Zitat, man wird mir noch in 1000 Jahren für die Maßnahmen gegen die Juden danken. Ja? Ende Zitat. Das sagte Adolf Hitler hier zu einem König, und zwar war das der König von Schweden auf einem Besuch in Berlin zu der Zeit. Na? Auf der nächsten Seite habe ich auch noch mal einen sehr wichtigen Teil auf Seite 323 angestrichen, der lautet, Zitat, die Weimarer Republik habe den gleichen verhängnisvollen Irrtum begangen, die ruhmbedeckte schwarz-weiß-rote Fahne, unter der schließlich über 2 Millionen ihrer besten Söhne gefallen seien, sang und klanglos einzurollen und an ihre Stelle das Banner der 48er Jahre zu setzen. Also Schwarz, Rot, Gold. Ne? Wie heute.
Auf der nächsten Seite lesen wir noch mal ein interessantes kleines Stück, das ich angestrichen hatte. Zitat: Am 12. März gab Hitler zu dem Flaggenerlass folgende Order an die Partei. Zitat: Ich befehle euch von jetzt ab die strengste und blindeste Disziplin. Wer jetzt noch versucht, durch Einzelaktionen Störungen unseres Verwaltungs- oder des geschäftlichen Lebens herbeizuführen, handelt bewusst gegen die nationale Regierung. Also, hier wird von Hitler mehr oder weniger blinder oder auch, wie wir ihn auch kennen, Kadavergehorsam verordnet. Ja? Dann gibt es hier noch eine Sache, wo Adenauer mal erwähnt wird, das ist vielleicht auch ganz interessant. Es sei erlaubt, hier nachzuholen, wie sich die staatsrechtliche Lage Preußens entwickelt hatte. Durch das Urteil des Strafgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 war die Regierungsbefugnis zwischen der preußischen Regierung und der kommissarischen des Reiches aufgeteilt worden. Ja, das ist ja das Problem, ne? Das wisst ihr ja von anderen Lesungen von mir. Die römisch-katholische Kirche wollte ja eben das Machtzentrum nach Berlin verlegen, aber eben in Berlin die preußische, protestantische Macht vernichten und eine katholische stattdessen setzen. Und mit dem Einzug von Hitler hat das natürlich geklappt. Ne? Also da geht es hier drum, um diese Vorbereitungen davon. Ja? Also, durch das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25.10.32 war die Regierungsbefugnis zwischen der preußischen Regierung und der kommissarischen des Reichs aufgeteilt worden. Das wenig salomonische Urteil der Teilung der Hoheitsrechte war praktisch nicht durchführbar. Meine, also von Papens Bemühungen, mit dem Ministerpräsidenten Braun im November zu einer Regelung zu gelangen, waren ebenso gescheitert wie Schleichers spätere Versuche. Preußen weigerte sich fortgesetzt, eine neue, den Mehrheitsverhältnissen entsprechende Regierung zu bilden oder aber den Landtag aufzulösen, um erneut an die Wählerschaft zu appellieren. Eine Auflösung bedurfte der Zustimmung des Präsidenten, des Kabinetts, des Landestages und Staatsrats. Braun und Konrad Adenauer blockierten diese Entscheidung, obwohl es ihnen klar sein musste, dass der zweigleisige Weg, die Hoheitsrechte auszuüben, mit dem Wohl des Staates unvereinbar war. Also auch hier sehen wir, wie der Herr Konrad Adenauer gebraucht wird, um dem Hitler an seine Macht zu helfen. So, und das ist so ungefähr alles, was ich in diesem Kapitel interessant finde. Da liest man gar nicht viel über das Konkordat, nur ein klein wenig mit seiner Vorbereitung. Und deswegen war ich im Grunde auch so enttäuscht von diesem Buch, als ich es damals bestellt hatte. Nichtsdestotrotz, hier und da haben wir ein paar interessante Dinge gelesen. Und ich werde jetzt weiterfahren in der Videoaufnahme über das Konkordat. Und wenn wir danach noch Zeit haben, gehen wir weiter in das Buch mit Gott und den Faschisten. So, dann fangen wir jetzt an mit der Kameraaufnahme, um das Papier über das Konkordat zu lesen, das ich vorbereitet hatte, und in das Konkordat selbst mit reinzugehen. Das Papier hier lautet: Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933. Da sind natürlich einige Dinge drin, die ich bereits früher erzählt hatte. Da sind auch einige Dinge drin, die Karl-Heinz Deschner in seinem Buch noch erzählt hat, und also die wir schon gelesen haben und die wir noch lesen werden. Und es ist auch nicht so, dass ich mit diesem Papier hier 100% einverstanden bin, was da steht. Also nicht alles hierin ist 100% meiner korrekten politischen Meinung, die sich bildet auf Basis der Bibel natürlich. Und weil wir auch wissen, dass dieses Papier hier kein Papier ist, das 100% das wiedergibt, was eigentlich über das Konkordat bekannt sein muss. Aber auf alle Fälle gibt uns das einen Rahmenentwurf. Wir hatten jetzt gerade eben über Franz von Papen bereits gelesen. Da war ja nun nicht viel über das Konkordat selber gesagt worden in seinem Kapitel, in seiner Autobiografie. Wie gesagt, das Geld kann sich jeder sparen. Aber dann lesen wir hier mal eben weiter. Wir fangen an mit einer Zusammenfassung. Das Reichskonkordat von 1933 ist ein staatskirchenrechtlicher und völkerrechtlicher Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich, der heute noch Gültigkeit besitzt. Wir schreiben heute den 27. März 2019 und auch heute besitzt er noch Gültigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, obwohl abgeschlossen mit dem Deutschen Reich und die Deutschen ja sozusagen entnazifiziert wurden. Trotzdem besitzt das Konkordat heute immer noch Gültigkeit.
Der Konkordat wurde wenige Monate nach der sogenannten Machtergreifung Adolf Hitlers und der NSDAP am 30. Januar 1933 im Vatikan unterzeichnet, weswegen ihm politisch und moralisch eine anhaltende Brisanz innewohnt. Viele Kritiker haben dem Vatikan vorgeworfen, mit dem Reichskonkordat das nationalsozialistische Regime aufgewertet zu haben, während insbesondere katholische Historiker diesen Vorwurf stets zurückgewiesen haben und auf die praktische Bedeutung des Konkordats abhoben. Ich will die praktische Bedeutung des Konkordats gar nicht mal unter den Scheffel stellen, aber man muss verstehen, dass sich Deutschland mit dem Konkordat nicht nur die Legitimation der römisch-katholischen Kirche eingeholt hat, also die, lass uns mal sagen, die Rechtfertigung für ihr Dasein durch die römisch-katholische Kirche eingeholt hat. Nein, Deutschland hat, oder die deutsche Regierung, die Regierung der NSDAP, Adolf Hitler, hat mit diesem Konkordat das deutsche Volk an den Satan verkauft. Deswegen heißt es ja auch Pakt mit dem Teufel. Weil was anderes ist dieses Konkordat nicht. Und kein Konkordat selbst. Aber das werden wir nachher noch sehen, wenn wir in das Konkordat selbst mit reingehen. Lesen wir erstmal hier weiter. Einleitung. Im Grunde verdankte sich das Reichskonkordat einer längeren Vorgeschichte, die weit bis in die Anfänge der Weimarer Republik zurückreichte und erst einmal weniger mit der Situation im Deutschen Reich nach dem Ende der Hohenzollernmonarchie 1918 als mit der veränderten Lage der römischen Kirche seit der Eroberung des souveränen Kirchenstaates durch italienische Truppen im Jahr 1870 zu tun hatte. Ja, wir wissen ja, dass die italienischen Truppen zwischen 1866 und 1870 den Papst eben seiner weltlichen Macht enthoben hatten. Das ist das Ende der 1260-Jahr-Tagesprophezeiung aus der Bibel. Das wird hier mit 1870 auch nochmal angeholt. Nach langen Jahrzehnten eines bestenfalls wechselhaften, meist aber angespannten Verhältnisses zwischen dem Vatikan und dem Königreich Italien, war der katholischen Kirchenführung spätestens im Verlauf des Ersten Weltkrieges klar geworden, dass der aktuelle völkerrechtliche Status des Heiligen Stuhls auf Dauer unhaltbar geworden war. Deswegen gab es ja auch diesen Geheimvertrag von 1915, den Erzberger damals in London während des Ersten Weltkrieges ausgehandelt hat, wo er die Grundlagen gelegt hat, um den Vatikan in seiner vollen Macht und Pracht wieder zu etablieren, was dann 1929 mit den Lateranverträgen ja auch passierte. Die Vorbereitung passierte 1915. Matthias Erzberger hat eben damals mit diesem Londoner Geheimvertrag da bereits die, die Konditionen ausgehandelt. Ne? Und auf solche Sachen wird in diesem Papier halt nicht eingegangen, deswegen finde ich das Papier selbst ein wenig oberflächlich, aber doch interessant, um zu lesen. Die Kriegsereignisse, allen voran der Kriegseintritt Italiens, hatten einerseits die pastorale und jurisdiktionelle Oberhoheit des Papsttums gegenüber den katholischen Kirchen in den kriegführenden Ländern stark in Mitleidenschaft gezogen und andererseits die genuine, also originale Mission Antichrist Papst Benedikt XV. Initiativen zur Sicherung des Friedens zu starten, wesentlich behindert. Noch wichtiger war freilich der Zerfall des etablierten Staatensystems. Mit den Habsburgern, Hohenzollern, Romanows und Osmanen waren alte Herrscherfamilien einfach verschwunden am Ende des Ersten Weltkriegs. Ja, mit den Habsburgern und Hohenzollern, die hauptsächlich katholischen Herrscher über das katholische Reich, die Romanows in Russland mit der bolschewistischen Revolution und die Osmanen, das Osmanische Reich, wurde vernichtet 1919. Das wurde eingeleitet 1844 und da müsste man sich mal erkundigen über den Edikt der Toleration von 1844 und das wurde dann in volle Frucht gebracht am Ende des Ersten Weltkriegs. Deswegen schreibt er hier, mit den Habsburgern, Hohenzollern, Romanows und Osmanen waren alte Herrscherfamilien einfach verschwunden. Ihre oft supranationalen Imperien, also weit über Nationen hinausgehende Macht, hatten sich zugunsten neuer Nationalstaaten mit vielfältigen ethnischen und konfessionellen Minderheiten aufgelöst. Aus diesem Grund sah sich der Heilige Stuhl, das heißt die katholische Kirchenführung in Gestalt des auf den Kirchenstaat, des Patrimonium Petri in Mittelitalien zurückgehenden Völkerrechtssubjekts veranlasst, seine völkerrechtlichen Beziehungen neu zu ordnen. Dazu sollte das bereits vorhandene ältere Instrumentarium des Konkordats dienen, also
völkerrechtlich bindende Verträge zwischen dem Heiligen Stuhl und den jeweiligen nationalen Regierungen. Mit anderen Worten, ein Pakt mit dem Teufel, da man begreifen muss, dass der sogenannte Heilige Stuhl der Sitz Satans ist. Ja? Ein völkerrechtlich bindender Vertrag einer nationalen Regierung mit dem Heiligen Stuhl ist jeweils ein Pakt mit dem Teufel. Derartige Konkordate hatte es bereits in der frühen Neuzeit gegeben. Ein bekanntes Beispiel stellte das Konkordat mit Napoleon aus dem Jahr 1804 dar, in dem die Beziehungen der katholischen Kirche mit dem nachrevolutionären Frankreich geregelt wurden, also nach der Französischen Revolution. Nach 1918 musste es nun darum gehen, die internationale Handlungsfähigkeit des Vatikan solide und dauerhaft zu sichern. Genau darum oder dafür diente der Londoner Geheimvertrag von 1915 von Matthias Erzberger. So kam es zu einer ganzen Reihe neuer Konkordate, etwa mit Portugal 1928, Bayern 1924, Preußen 1929 und Baden 1932. Am wichtigsten war indes das Konkordat mit dem faschistischen Italien 1929, die Lateranverträge, mit denen die Souveränität des nunmehr auf das winzige vatikanische Territorium beschränkten Heiligen Stuhls wiederhergestellt wurde, also die Heilung der tödlichen Wunde aus Offenbarung Kapitel 13. Ja, die Souveränität des vatikanischen Territoriums wurde wiederhergestellt, nachdem sie 1870 verloren ging. Und Italien einen finanziellen Ausgleich wegen der Annexion des Kirchenstaates an den Vatikan zahlte. Wie wir inzwischen wissen, 1.750.000.000 Lire, aufgeteilt in zwei verschiedene Zahlungen. Einmal 750 Millionen und einmal 1 Milliarde. Mindestens ebenso wichtig war indes ein anderer Punkt, nämlich die Absicherung des Rechtsstatus der katholischen Kirche und der katholischen Verbände im totalitären Staat Mussolinis. Trotz aller Differenzen und Spannungen, die in der Folge zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl auftraten, erwiesen sich die Lateranverträge als zumindest brauchbarer rechtlicher Schutz des italienischen Katholizismus vor Übergriffen von Staat und Partei. Diese Erfahrung bildete den Hintergrund für das vatikanische Handeln nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933. Weiterhin war der Vatikan sehr daran interessiert, die rechtliche Situation des Katholizismus gerade im gemischt konfessionellen Deutschen Reich dauerhaft zu klären. Mit anderen Worten, der Vatikan war sehr daran interessiert, die rechtliche Situation dermaßen zu klären, dass durch diesen Staatsvertrag, diesen Pakt mit dem Teufel, wie ich es nenne, die römisch-katholische Kirche als die Staatsreligion in Deutschland anerkannt werden würde und damit hätte sie die Macht, sich ihr die ganze weltliche Macht unterzuordnen. Da kommen wir später noch im Detail drauf. Insbesondere Eugenio Pacelli, der seit 1917 als apostolischer Nuntius erst in München und dann ab 1925 in Berlin fungierte, galt als ausgesprochener Befürworter eines Reichskonkordats. Nachdem er 1918-19 die Wirren der sozialistischen Revolution in München hautnah mitbekommen hatte, wusste er um die Fragilität des neuen deutschen Staatswesens, also dieser Weimarer Republik, und war angesichts unklarer Prognosen über die Zukunft der Weimarer Republik dafür, die rechtliche Stellung der katholischen Kirche völkerrechtlich verbindlich festzulegen. Diesem Ziel dienten auch die von ihm ausgehandelten Länderkonkordate. 1929 wurde Pacelli als Kardinalstaatssekretär nach Rom berufen. Auch danach verfolgte er intensiv die Entwicklung in Deutschland und trat weiterhin für ein Reichskonkordat ein. Allerdings scheiterten sämtliche Sondierungsgespräche zwischen dem Heiligen Stuhl und der jeweiligen Reichsregierung in den 1920er Jahren, obwohl die republikanischen Regierungen zumeist unter der Federführung der katholischen Zentrumspartei gebildet worden waren. Der Grund dafür lag in der Haltung des Vatikans zur Frage der konfessionellen Bekenntnisschule, an der man in Rom unbedingt festhalten wollte, sowie in Differenzen über die Kirchensteuer und andere finanzielle Streitpunkte zwischen Kirche und Reich. Daher sah es gegen Ende der 1920er Jahre ganz so aus, als käme ein Reichskonkordat nicht mehr zustande. Und dann wurde der Malteserritter Franz von Papen der nächste Reichskanzler. Ja. Und jetzt beginnt natürlich die interessante Geschichte. Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler änderte sich 1933 gleichwohl
die politische Konstellation. Nicht, dass die Beziehungen zwischen der NSDAP und der katholischen Kirche je spannungsfrei gewesen wären. Katholiken hatten die neue Regierungspartei im Vergleich zu anderen Bevölkerungsteilen weit unterdurchschnittlich gewählt. Nur Kommunisten wechselten noch seltener zum Nationalsozialismus als Katholiken. Die katholischen Bischöfe hatten noch 1932 darauf beharrt, dass man nicht gleichzeitig Katholik und Nationalsozialist sein könne. Das ist esoterische und exoterische Lehre, also äußerlich verneinen und innerlich bejahen. Eine Begriffserklärung über die esoterische und exoterische Lehre füge ich mit diesem Link hier dann auch noch bei. Das könnt ihr euch dann selbst mal anschauen. Weil sonst denken viele esoterisch, das hat ja viel mit New Age und so diese ganze Sache zu tun. Nee, da geht es um innere und äußere Lehre. Das ist in dem Begriff dann auf der Webseite da erklärt. Also, die katholischen Bischöfe hatten noch 1932 darauf beharrt, dass man nicht gleichzeitig Katholik und Nationalsozialist sein könne. Und viele katholische Vereine waren dieser Vorgabe durch eigene Unvereinbarkeitsbeschlüsse gefolgt. Parallel dazu hatten Geistliche wie der Jesuitenpater Muckermann einen intensiven Kampf gegen die neuheidnische und rassistisch-eugenische Ideologie der Nationalsozialisten geführt. Und wie wir jetzt auf die innere und äußere Lehre kommen, das zeige ich euch mit folgendem Beitrag. Muckermann. Da haben wir hier einen Kommentar von mir. Ein Zitat aus Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, Seite 115 und Seite 116. Da lernen wir mal eben den Muckermann auf eine andere Art und Weise kennen. Zitat. Es ist das von der Kompanie den Nationen, die es begrüßen, ausnahmslos angebotene Geschenk. Selbiger Autor fügt hinzu, mit dem Tode des großen kroatischen Tribuns Radic verliert Kroatien seinen Hauptgegner des politischen Klerikalismus, der den von Friedrich Muckermann definierten Auftrag der katholischen Aktion zu seiner Sache machen wird. In einem Buch, dessen Vorwort Monsignore Pacelli, damaliger apostolischer Nuntius in Berlin, verfasste, macht dieser Muckermann, dieser noch vor Hitlers in Erscheinung treten, weithin bekannte deutsche Jesuit, besagten Auftrag 1928 bekannt. Muckermann drückte sich wie folgt aus, Zitat, der Papst spricht sich für den neuen Kreuzzug der katholischen Aktion aus. Er ist der Anführer, der das Banner Christi trägt. Katholische Aktion heißt Sammlung des Weltkatholizismus. Er muss ein heroisches Zeitalter leben. Die neue Epoche kann für Christus nur über den Preis des Blutes erreicht werden. Ende Zitat. 10 Jahre nachdem dies verfasst worden war, saß der Schreiber des Vorworts zu Jesuitenpater Muckermanns Buch auf Petri Stuhl, nämlich dem Papststuhl dieser Pacelli, der ja Papst Pius XII. Wird. Und während seines Pontifikats flossen vom Blut für Christus und Europa im wahrsten Sinn des Wortes Ströme. Kroatien aber durchlitt das Schlimmste der grauenhaften Taten jener neuen Epoche, wie wir aus Kapitel 5 aus dem Buch von Mit Gott und den Faschisten ja bereits wissen. Das hatte ich ja bereits hochgeladen. So, das soweit über Muckermann einmal. Und hier nochmal einen zweiten Einschub, den ich hier mit reingebe. Und das ist ein Zitat aus Hinter den Diktatoren, auch ein Buch, das sich mit Muckermann und Papst Pius XII. Und so weit beschäftigt hat. Wir lesen hier auf Seite 5 in dem Buch Hinter den Diktatoren. In Frankreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Spanien, Belgien und Italien haben die Jesuiten viele Jahre bevor Mussolini und Hitler den Kampf gegen Juden und Freimaurer angeführt. In jenen Ländern war es ein katholischer Priester, Prototypen von Vater Coughlin, der die Speerspitze von faschistischen Angriffen auf Juden und Freimaurer gleichermaßen war. In Frankreich tat es Jesuitenvater Dulac mit seiner Ligue Nationale Antisémitique de France. In Deutschland die Jesuiten Vater Obermanns und Muckermann, ja? Loffler und Pachtler. In Ungarn war es Vater Adalbert Banga und Vater Bresciana in Italien. Alle arbeiteten unter dem Banner des positiven Christentums und hinter der christlichen Fassade, um gegen Judentum und Freimaurer zu kämpfen, damit Millionen von Nicht-Katholiken nichtsahnend ihrem Zweck dienen.
Sie alle verkündeten einen Kreuzzug für die christliche Reformation der Staaten und der Welt. Auf Seite 6 lesen wir weiter. Die Jesuitenvater Prachter und Muckermann verlautbarten die faschistische Lehre des Nationalsozialismus, bevor man von Hitler je hörte. Vater Muckermann schrieb über Rasseneugenik und Sterilisation und setzte dies fort, trotz der Verurteilung jener in der Enzyklika Casticonobie des Antichristenpapst Pius XI. 1930. Also da lesen wir doch etwas ganz anderes, als was wir gerade eben in dem Artikel hier gelesen haben, ja, wo der Muckermann sich gegen die Eugenik und sowas ausspricht. Ja. Hier schreibt er gerade über Rasseneugenik und Sterilisation, und zwar im positiven, also für ihn positiven Sinne. Auf Seite 29 fahren wir fort mit einem weiteren Auszug aus Hinter den Diktatoren, wo es steht, der Jesuitenpater Muckermann erklärte diese Ideologie, also Eugenik und Sterilisation, in seinen zahlreichen Werken zur Rassenhygiene, die allen Zielen und Methoden des Nazifaschismus zugrunde liegt. Eine Mischung von Rassen, so behauptet er, produziert unharmonische Nachkommen, die Schwierigkeiten haben, sich mit einer nationalen Einheit zu identifizieren. Es ist bekannt, dass Rassenmischung starke Individualitäten hervorbringt. Und aus Sicht der Jesuiten stören jene diese statische Harmonie, die sie unter Völkern und Nationen wünschen, sowie den geselligen Instinkt, den die Jesuiten fördern wollen. Ihrer Meinung nach ist Harmonie ein Zustand, in dem jeder sich demütig und freiwillig dem Willen der höchsten Autorität unterwirft, ohne ein teuflisch unharmonisches Gefühl dabei zu haben. So ist der Jesuitenorden selbst aufgebaut und dies ist das ideale katholische Ziel für Staaten und Staatengemeinschaften in der politischen und sozialen Ordnung. Es ist das substanzielle, konstante, hierarchische und feudal strukturierte System der nazifaschistischen Lehre, das bereits in vielen Ländern Europas Einzug hält. Dabei steht es in direktem Gegensatz zu den desintegrativen, dynamischen, liberalen, freien und demokratischen Konzept der politischen und sozialen Ordnung. Also, wie Muckermann auf der einen Seite hier dargestellt wird und auf der anderen Seite dann dargestellt wird, wenn wir das hier lesen, sieht man. Ja? Und das ist genau der Punkt. Nach dem Motto, der Jesuitenpater Muckermann führt ja einen intensiven Kampf gegen die neuheidnische und rassistisch-eugenische Ideologie, liegt aber selber an der Basis davon mit seiner Arbeit. Wie wir hier deutlich sehen, ist das nicht wahr, wenn man hinter die Kulissen schaut. Ja? Deswegen musste ich diesen Kommentar hier bei diesem Text natürlich damit zufügen, dass wir das gut verstehen. Also, parallel dazu hatten Geistliche wie Pater Muckermann, der Jesuit, einen intensiven Kampf gegen die neuheidnische und rassistisch-eugenische Ideologie der Nationalsozialisten geführt, nach außen, aber nach innen hat er selbst deren Handbuch geschrieben. Nach der Machtergreifung herrschte im katholischen Lager die Sorge, die Nationalsozialisten würden sich jetzt dran machen, die kirchlichen Strukturen in Deutschland zu zerschlagen. Vielen Katholiken stand noch die Krisenzeit des Bismarckschen Kulturkampfes lebendig vor Augen. Dies alles führte im Laufe von Frühjahr und Sommer 1933 zu deutlichen Ausfallserscheinungen im deutschen Vereinskatholizismus. Auch die Zentrumspartei als Organ des politischen Katholizismus war offenkundig im Niedergang begriffen, nachdem sie mit Zustimmung Roms dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt hatte. Und dann hat Kahrs sich ja verprieselt nach Rom, wie wir gerade eben schon gelesen hatten, ne? Während sich die katholischen Kirchenführungen in Deutschland und dem Vatikan um die Zukunft ihrer institutionellen Strukturen sorgten, war die neue Reichsregierung umgekehrt bestrebt, sich internationales Renommee zu verschaffen. Zwar kann keine Rede davon sein, dass die europäischen Mächte zu einer gemeinsamen Aktionsfront gegen das nationalsozialistische Regime bereit gewesen wären. Es gab durchaus schon vor dem Konkordat Vereinbarungen zwischen der nationalsozialistischen Regierung und beispielsweise Großbritannien, aber ein Erfolg auf diplomatischem Parkett kam den Machthabern entgegen. Gleichzeitig wollte Hitler dem politischen Katholizismus endgültig den Garaus machen. Dies deckte sich mit den Bestrebungen der Kirchenführung, die der Zentrumspartei immer schon skeptisch gegenübergestanden hatte. Also man musste eben versuchen, hier
gegen die Kirche in der Politik zu kämpfen. Das ist mit dem Konkordat ja auch mehr oder weniger geglückt. Da wurden ja Dinge festgelegt, das sehen wir später noch. Deswegen verweise ich hierzu auf die Lesungen des Kapitels Hitlers Kampf gegen die Kirchen aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Ich gehe hier jetzt noch nicht nochmal gesondert drauf ein, aber Hitlers Kampf gegen die Kirchen war vor allen Dingen ein gewünschter Krieg des Katholizismus gegen die Liberalen in ihren eigenen Reihen. Jedoch gingen die Sondierungen zu einem Reichskonkordat von der deutschen Regierung aus, wo sich vor allem der katholische Vizekanzler Franz von Papen, ein abtrünniger einstiger Zentrumspolitiker, seine guten Beziehungen zu Rom zunutze machte. Wenn wir jetzt wissen, dass dieser Franz von Papen eben ein Malteserritter ist, ja, dann begreifen wir sehr gut, warum das aus dieser politischen Richtung kam, dafür zu sorgen, dass dieses Konkordat dann zustande kommen wird. Es ist nicht ganz klar, wann die ersten Kontakte aufgenommen wurden. Auf alle Fälle begannen die offiziellen Verhandlungen zu Ostern 1933. Und das hatten wir ja gerade am Anfang gelesen, auf Seite 313 in der Autobiografie von Franz von Papen, der Wahrheit eine Gasse. Da hat er ja davon gesprochen. Papens Gesprächspartner waren neben Eugenio Kardinal Pacelli, dem Staatssekretär, und ab 1939 Papst Pius XII. In erster Linie Alfredo Ottaviani, der spätere Präfekt des Heiligen Offiziums, also mit anderen Worten der Inquisition, und Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI., der 1965, glaube ich, Papst Johannes den 23. beim Vatikanischen Konzil abgelöst hat, beim zweiten. Parallel zu den Verhandlungen setzte sich der Zerfall des krisengeschüttelten und zunehmend von den Nationalsozialisten verfolgten Zentrums fort, das sich dann am 5. Juli 1933, zwei Wochen vor dem Abschluss der Verhandlungen, auflöste, nachdem der letzte Parteivorsitzende, Prälat Ludwig Kahrs, ja, nochmal hier, sich nach Rom abgesetzt hatte. Er hat sich abgesetzt, die Ratte verlässt das sinkende Schiff. Ja? Damit war das letzte Hindernis in den laufenden Konkordatsverhandlungen ausgeräumt. Ja. Mit der Beseitigung dieser Zentrumspartei. So wird einem das zumindest nach außen hin verkauft. Also, mit dem Konkordat erkannte das Deutsche Reich die Selbstständigkeit der katholischen Kirche in Deutschland an, sowie ihr Recht, ungehindert mit dem Heiligen Stuhl und Papst Pius dem 11. zu korrespondieren, Hirtenbriefe, Diözesanblätter und Ähnliches zu veröffentlichen und schließlich den Bestand des kirchlichen Vereinswesens und der Bekenntnisschulen. Auch das kirchliche Finanzwesen wurde unter den Schutz des Staates gestellt. Umgekehrt erklärte sich der Heilige Stuhl in Artikel 32 bereit, seinen Priestern und Ordensleuten die Tätigkeit in politischen Parteien zu untersagen, wodurch dem politischen Katholizismus in Deutschland endgültig das Rückgrat gebrochen wurde. Das will uns der Autor hier weismachen, das ist aber nicht richtig. Ich darf vielleicht als Priester, Bischof und dergleichen nicht Mitglied einer Partei sein und nicht politisch tätig sein in Deutschland, aber ich darf, wie zum Beispiel Franz von Papen, ein päpstlicher Ritter sein. Ich darf Jesuit sein. Ich darf Malteserritter sein oder Ritter vom Orden von Jerusalem oder die ganzen Orden. Da ist nichts gegen gesagt. Nur ich darf nicht Mitglied des Klerus sein. Also das wird hier im Grunde versteckt gemacht. Ne? Wenn wir jetzt nochmal auf den Artikel 32 eingehen, deswegen habe ich das hier in der Fußnote beigeschrieben, da steht: Aufgrund des in Deutschland bestehenden besonderen Verhältnisses, wie im Hinblick auf die durch die Bestimmungen des vorstehenden Konkordats geschaffenen Sicherungen einer die Rechte und Freiheiten der katholischen Kirche im Reich und seinen Ländern wahrenden Gesetzgebung, erlässt der Heilige Stuhl Bestimmungen, die für die Geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien ausschließen. Das ist aus dem Artikel 32, den werden wir nachher auch noch sehen. Die Folgen des Reichskonkordats werden bis heute ausgesprochen kontrovers diskutiert. Gewiss wird man heute nicht mehr sagen, der Vatikan habe sich von einer antikommunistischen und profaschistischen Tendenz leiten lassen. Dem widersprechen die vatikanischen Quellen, die eher ein hohes Maß an Skepsis gegenüber der deutschen Führung erkennen lassen.
Auch war das Konkordat international gesehen kaum so bedeutsam, wie es manchmal dargestellt wird, obwohl sich nicht leugnen lässt, dass es einen Prestigegewinn der nationalsozialistischen Führung mit sich brachte. Wesentlich wichtiger waren die Folgen innerhalb des deutschen Katholizismus. Viele kirchentreue Katholiken reagierten angesichts des offenkundigen Kurswechsels Roms unsicher und verstört. Im Vatikan schien man der institutionellen Existenzsicherung der Kirche einen höheren Stellenwert zuzumessen als dem geistigen Kampf gegen eine antikatholische Lehre. Man wird wohl nicht umhinkommen, festzustellen, dass mit dem Konkordat die Chancen eines katholischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus rasch minimiert wurden. Logisch, weil schließlich hat ja der Katholizismus überhaupt erst dafür gesorgt, dass es den Faschismus und Nationalsozialismus in Deutschland überhaupt gibt. Aber das erzählen sie euch ja nicht offiziell. Das ändert indes nichts an einem hohen Maß verbleibender Widerständigkeit innerhalb des katholischen Milieus. Dessen ungeachtet, das sind die Liberalen, die abgeschafft werden müssen, ne, die verfolgt wurden dann auch, ne, in Hitlers Kampf gegen die Kirche. Dessen ungeachtet bot das Konkordat auch Chancen. Die katholische Kirche verfügte damit über eine völkerrechtliche Basis, die es ihr erlaubte, regimeferne Nischen zumindest partiell aufrechtzuerhalten. Allerdings verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Staat und Kirche im Lauf der 1930er Jahre rapide. Dies führte 1937 dann zur Publikation der Enzyklika mit brennender Sorge, die auf Veranlassung von Antichrist Papst Pius XI. Von Kardinal Pacelli in deutscher Sprache verfasst und dann auf abenteuerlichen Wegen ins Reich geschafft worden war. In dieser Enzyklika wurde die antikirchliche Politik der Nationalsozialisten in klaren Worten verurteilt, wobei man sich kirchlicherseits bei der Kritik auf das Konkordat von 1933 berief. So, wollen wir mal eben gucken, mit brennender Sorge. Ich meine, ich habe da sogar ein Papier von dem Enzyklikal, das damals rausgebracht wurde. Aber das ist natürlich auch nur nach außen wieder gegen den Faschismus wettern, den man nach innen halt weiß mit der inneren Lehre, den man halt selber in die Welt gebracht hat. Hier haben wir das Papier mit brennender Sorge. Ja? Das christliche Deutschland von 33 bis 45, da steht das hier drin. Das Reichskonkordat von 1933 gilt auch heute noch, selbst heute in 2019, wenngleich mit Einschränkungen im schulischen Bereich. Da das Grundgesetz, wir sprechen jetzt über die Bundesrepublik Deutschland, die Schulhoheit den Ländern übertragen hat, können einzelne Länder schulrechtliche Bestimmungen etwa über den Religionsunterricht erlassen, die mit dem Inhalt des Reichskonkordats nicht übereinstimmen. Zudem hat sich die Frage der konfessionellen Bekenntnisschulen seit den 70er Jahren weitgehend erledigt. Ganz in Übereinstimmung mit Artikel 32 des Konkordats dürfen katholische Priester und Ordensleute bis heute in keiner Partei beitreten. So, soweit dieser Artikel und dann gehen wir halt in das wirkliche Papier, in das Reichskonkordat nochmal ein, das durch diesen Mann hauptsächlich mitgeschaffen wurde, Franz von Papen. Es heißt hier, Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich. Das ist übrigens ein Originaltext genommen von der vatikanischen Webseite. Wie ihr seht hier, vatikan.va/Roman-Curia-Sekretariat. Das ist also nicht irgendwie ein Papier, das irgendein Protestant oder was geschrieben hat, sondern hier geht es wirklich um ein offizielles vatikanisches Papier, was ich hier jetzt vorlese. Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich. Seine Heiligkeit, Papst Pius XI. Und der deutsche Reichspräsident, von dem gemeinsamen Wunsche geleitet, die zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zu festigen und zu fördern, gewillt, das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem Staat für den Gesamtbereich des Deutschen Reiches in einer beiden Teile befriedigenden Weise dauerhaft zu regeln, haben beschlossen, eine feierliche Übereinkunft zu treffen, welche die mit einzelnen deutschen Ländern abgeschlossenen Konkordate ergänzen und auch für die übrigen Länder eine in den Grundsätzen einheitliche Behandlung der einschlägigen Fragen sichern sollen. Zu diesem Zweck haben seine Heiligkeit Papst Pius XI. Zu ihrem Bevollmächtigten, seine Eminenz, den hochwürdigsten Herrn Kardinal Eugen Pacelli, ihren Staatssekretär,
und der deutsche Reichspräsident zum Bevollmächtigten den Vizekanzler des Deutschen Reiches, Herrn Franz von Papen, hier rechts im Bild ernannt, die, nachdem sich ihre beiderseitigen Vollmachten ausgetauscht und in guter, gehöriger Form befunden haben, über folgende Artikel übereingekommen sind. Und jetzt lesen wir die verschiedenen Artikel des Konkordats, von dem wir hier ein Foto haben mit den Leuten, die das abgeschlossen haben. Ludwig Kaas war dabei, Franz von Papen war dabei, Eugenio Pacelli war dabei, Alfredo Ottaviani, von dem wir bereits sprachen, Giovanni Montini, Paul der VI. Später und noch ein paar andere Leute. Das seht ihr hier in dem Bild. Wir gehen jetzt in die Artikel rein. Wir lesen aber nicht alle Artikel, sondern ich habe hier etwas vorbereitet, dass wir uns die Essenz herausholen. Aber in diesem ersten Satz, im ersten Artikel, da wird etwas gesagt, das muss man natürlich verstehen, das ist Papstsprache, ja? Das ist römisch-katholische diplomatische Politiksprache. Das ist auf erste Sicht nicht so deutlich, was hier steht. In diesem ersten Satz steht drin, das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Es anerkennt das Recht der katholischen Kirche innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, also Deutschland, ja, ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen. So, und jetzt ist natürlich der Kasus Knactus. Ja, Jörg, jetzt liest du hier schon eine Dreiviertelstunde oder was, diesen Kram über das Konkordat, kommst zu diesem Satz und was willst du uns mit diesem Satz eigentlich sagen? Soll ja Leute geben, die verstehen das nicht. Was sagt dieser Satz? Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Das heißt in Klardeutsch, dass die römisch-katholische die Staatsreligion ist, da im kanonischen Recht die römisch-katholische die einzig wahre Kirche ist und alle anderen Kirchen heretische Kirchen sind. Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Nur die römisch-katholische Religion sagt, dass sie die einzig wahre ist und dass ihre spirituelle, ihre geistige Macht über der weltlichen Macht steht. Wenn das Deutsche Reich hier die Freiheit gewährleistet des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion, dann ist das eine Kapitulation des Deutschen Reiches vor dem Teufel. Und deswegen heißt das Video das 1933er Konkordat, Pakt mit dem Teufel. Das Deutsche Reich erkennt das Recht der katholischen Kirche, Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten, also mit anderen Worten, was die Kirche innerhalb von Deutschland regelt, da kriegt sie vollständige Handlungsfreiheit drin. Das Deutsche Reich erkennt das Recht der katholischen Kirche, Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten und bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen. Hallo? Alles stellt sich unter das römisch-katholische kanonische Recht. Alle weltlichen Gesetze, alle Zivilgesetze, die in Deutschland gemacht werden, müssen in Übereinstimmung sein mit römisch-katholischem kanonischem Recht. Oder sie sind gar nicht gültig. Oder sie kommen gar nicht durch. Und deswegen ist ein jeder, der in die Politik geht, ein Verräter am Volk, dem er so gesagt dient. Weil er nicht dem Volk dient, sondern weil er hier der römisch-katholischen Kirche dient. Das Reich gibt der römisch-katholischen Kirche die Freiheit. Und die Freiheit heißt, wenn ich die römisch-katholische Religion vollständig einführe, ausüben kann in diesem Land, dann heißt das, dass sich alles der Kirche unterstellt, weil das sind die Gesetze der Kirche. Ich kann doch nicht der Kirche sagen, du kannst dich hier ausüben, aber deine Gesetze gelten hier nicht. Nein, wenn ich ihr das sage, dann gelten ihre Gesetze. Und wenn ihre Gesetze sagen, dass ihre geistige Macht über der weltlichen Macht steht, da muss ich mich dem unterstellen. Es ist im Grunde gar nicht schwer. Wenn man weiß, wer die römisch-katholische Kirche ist,
dann ist es nicht weiter schwer, diese paar Sätze hier zu verstehen. Aber man muss die römisch-katholische Kirche kennen, um diese Sätze überhaupt zu verstehen und um die Tragweite zu begreifen, was hier drin steht. Dieser erste Artikel ist eine Kapitulation Deutschlands gegenüber dem kleinen Horn, dem kleinsten Staat auf dieser Welt, dem Vatikan, gegenüber dem Mensch der Sünde, dem Sohn des Verderbens, dem Antichristen, dem biblischen, historischen und prophetischen Antichristen. Dieser erste Artikel ist die totale Kapitulation Deutschlands und in anderen Konkordaten mit anderen Ländern ist es auch so. Aber dies hier ist die deutsche Kapitulation vor römisch-katholisch-kanonischem Recht. Und jeder, der heute jammert über islamisches Recht, Scharia und so weiter und so weiter, der muss nur mal das Scharia-Gesetz vergleichen mit römisch-katholisch-kanonischem Recht. Es ist immer nur eine Frage, inwieweit wird es auch tatsächlich durchgesetzt? Wie wird es angewandt? Das ist eine andere Frage. Aber es ist Gesetz. Ja? Es ist Gesetz. Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Das Deutsche Reich erkennt oder anerkennt das Recht der katholischen Kirche, Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten, also ohne Einspruch von Staatenseite her und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen. Und jeder, der kein Mitglied der römisch-katholischen Kirche ist, ist nach römisch-katholisch-kanonischem Recht ein Ketzer. Das muss so deutlich verstanden werden. Artikel 2 überspringen wir eben. Artikel 3, da geht es um die guten Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich zu pflegen, wird wie bisher ein apostolischer Nuntius in der Hauptstadt des Deutschen Reiches und ein Botschafter des Deutschen Reiches beim Heiligen Stuhl residieren. Ein Botschafter. Ja, Leute, was ist denn das? Dann ist das ja ein Austausch mit einer anderen Nation, einem anderen Staat. Also mit anderen Worten unterstellt sich die deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl politisch dem Heiligen Stuhl. Ne? Ich meine, jetzt ganz deutscher, hier wird ein Botschafter zur Kirche geschickt. Welche Kirche hat das denn noch in der Welt? Haben die Sieben-Tags-Adventisten irgendwelche Botschaften oder kann man da eine Botschaft haben? Schickt man einen Botschafter zu den Sieben-Tags-Adventisten irgendwo in der Welt hin? Oder zu den Methodisten oder zu den Lutheranern oder zu irgendeiner anderen Glaubensrichtung, sage ich jetzt mal. Nee, ja? Aber den Austausch eines Botschafters des Deutschen Reiches beim Heiligen Stuhl, was heißt denn das? Ich sende einen politischen Vertreter des Deutschen Reiches zum Heiligen Stuhl, zum Vatikan. Ich hoffe, dass euch die Tragweite dieses Textes deutlich ist. Das ist eindeutig eine Vermischung von Staat und Kirche. Ein Botschafter ist ein politischer Gesandter des Deutschen Reiches, der beim Heiligen Stuhl bei der römisch-katholischen Kirche residiert. Vermischung von Staat und Kirche. Artikel 4. Der Heilige Stuhl genießt volle Freiheit. Wir können auch den ganzen Satz lesen. Aber da geht es im Grunde drum. In seinem Verkehr, seiner Korrespondenz mit Bischöfen, Klerus und übrigen Angehörigen der katholischen Kirche, volle Freiheit. Dasselbe gilt für Bischöfe und sonstigen Diözesanbehörden, für ihren Verkehr mit den Gläubigen in allen Angelegenheiten ihres Hirtenamtes. Artikel 5. In Ausübung ihrer geistlichen Tätigkeit genießen die Geistlichen in gleicher Weise wie die Staatsbeamten den Schutz des Staates. Letzterer wird gegen Beleidigungen ihrer Person oder ihrer Eigenschaft als Geistliche sowie gegen Störungen ihrer Amtshandlung nach Maßgabe der allgemeinen staatlichen Gesetzgebung vorgehen und im Bedarfsfall behördlichen Schutz gewähren. Also steht der Staat für die Sicherheit und Unversehrtheit der Kirche und ihren Angehörigen ein. Mit anderen Worten, sie genießen eine bestimmte Art der Immunität. Artikel 8.
Das Amtseinkommen der Geistlichen ist in gleichem Maße von der Zwangsvollstreckung befreit wie die Amtsbezüge der Reichs- und Staatsbeamten. Also, man kann einem Kleriker der römisch-katholischen Kirche nicht finanziell an die Klamotten kommen. Wir lesen in Artikel 13, Zusatz am Ende des Konkordats, es besteht Einverständnis darüber, dass das Recht der Kirche, Steuern zu erheben, gewährleistet bleibt. Also ich lese jetzt nicht den ganzen Artikel 13, aber es gibt unten am Ende dieses Konkordats noch ein paar Zusätze. Und hier der Zusatz zu diesem Artikel 13 heißt, es besteht Einverständnis darüber, dass das Recht der Kirche, Steuern zu erheben, gewährleistet bleibt. Es ist ein Recht der Kirche, Steuern zu erheben. Der deutsche Staat treibt sie nur ein, aber erheben tut die Kirche diese Steuer, die Kirchensteuer. Die Kirche hat grundsätzlich das freie Besetzungsrecht für alle Kirchenämter und Benefizien ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden. Mit anderen Worten, die Besetzung eines Dekans, eines Priesters, eines Bischofs, eines Erzbischofs, eines Kardinals in Deutschland ist ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden vorgesehen. Es ist ausschließlich die römisch-katholische Kirche und ihre Hierarchie, die diese Posten besetzt. Ja? Einmischung von der Kirche in den Staat? Ja. Einmischung vom Staat in die Kirche? Nein. Weiter in diesem Artikel 14 heißt es unten dran, auf einer deutschen staatlichen Hochschule, einer deutschen kirchlichen akademischen Lehranstalt oder einer päpstlichen Hochschule in Rom ein wenigstens dreijähriges philosophisch-theologisches Studium abgelegt haben. Ja? Also das sind katholische Geistliche, die ein geistiges Amt bekleiden, seelsorgerliche Tätigkeit ausüben. Die müssen auf einer deutschen staatlichen Hochschule, einer deutschen kirchlichen akademischen Lehranstalt oder einer päpstlichen Hochschule in Rom ein wenigstens dreijähriges philosophisch-theologisches Studium abgelegt haben. Die müssen nicht die Bibel studiert haben. Nee, die müssen Philosophie-Theologie studiert haben. Ja? So weit also die römisch-katholische Kirche im Zusammenhang mit der Bibel, mal ebenso nebenbei. Artikel 15. Orden und religiöse Genossenschaften unterliegen staatlicherseits keiner besonderen Beschränkung. Also, religiösen Orden, zum Beispiel Klöster und andere Dinge oder auch eben religiöse Genossenschaften, unterliegen staatlicherseits keiner besonderen Beschränkung. Mit anderen Worten, die Kirche hat hier völlige Waltungsfreiheit, Handlungsfreiheit. Es gibt 34 Artikel in total, ich habe mir nur ein paar angestrichen. Die katholischen theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Die Reichsregierung wird sich angelegen sein lassen, für sämtliche in Frage kommenden katholischen Fakultäten Deutschlands eine der Gesamtheit der einschlägigen Bestimmung entsprechende einheitliche Praxis zu sichern. Artikel 21, auch interessant. Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. Das muss man sich mal reinziehen. Der katholische Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach in allen Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten, also Fachhochschulen, Universitäten und so weiter. Und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. Also alles, was entgegen der Lehre der katholischen Kirche geht, wird nicht zugelassen. Das heißt, es wird dort niemals protestantische Lehre gelehrt, es wird dort immer nur römisch-katholische Lehre gelehrt. Im Religionsunterricht wird die Erziehung zu vaterländischem, staatsbürgerlichem und sozialem Pflichtbewusstsein aus dem Geiste des katholischen Glaubens- und Sittengesetzes mit besonderem Nachdruck gepflegt werden, ebenso wie es im gesamten übrigen Unterricht geschieht. Hier steht ganz deutlich drin, dass die römisch-katholische Kirche mit Artikel 21 die Macht in allen Schulen übernimmt, nicht nur im Religionsunterricht, sondern auch
im gesamten übrigen Unterricht, wie wir hier gerade lesen, dass sich alles an den staatsbürgerlichen sozialen Pflichtbewusstsein aus dem Geiste des christlichen Glaubens, also des katholischen Glaubens hier und Sittengesetzes mit Nachdruck gepflegt wird. Alles basiert sich auf der römisch-katholischen Lehre. Und wir erinnern uns doch noch an das Buch von Robert Grassmann, von Alfonso Liguori, über die sexuelle Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche. Müssen wir uns dann wundern über die Gender und was weiß ich nicht alles Politik, die in Deutschland inzwischen da betrieben wird? Nee, ja? Muss man sich doch gar nicht mehr groß wundern, wo das alles herkommt. Hier in Artikel 21 steht es drin. Der katholische Religionsunterricht in den Schulen wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. Im Religionsunterricht wird die Erziehung zu vaterländischem, staatsbürgerlichen und sozialem Pflichtbewusstsein aus dem Geiste des katholischen Glaubens und Sittengesetzes mit besonderem Nachdruck gepflegt werden. Ebenso wie es im gesamten übrigen Unterricht geschieht. Also auch kein anderer Unterricht ist los von dem Einfluss des Katholizismus. Ist los von den Glaubens- und Sittengesetzen der römisch-katholischen Kirche, die Synagoge Satans ist. Ganz wichtiger Artikel. Lehrstoff und Auswahl der Lehrbücher für den Religionsunterricht werden im Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde festgesetzt. Den kirchlichen Oberbehörden wird Gelegenheit gegeben werden, im Einvernehmen mit der Schulbehörde zu prüfen, ob die Schüler Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Lehren und Anforderungen der Kirche erhalten. Artikel 22. Bei der Anstellung von katholischen Religionslehrern findet Verständigung zwischen dem Bischof und der Landesregierung statt. Mit anderen Worten, der Bischof bestimmt über die Landesregierung, ob jemand ein katholischer Religionslehrer sein darf oder nicht. Also die Kirche stellt die im Grunde ein. Ohne die Zusage der Kirche, ohne die Zusage des Bischofs wird kein Religionslehrer eingestellt. Auch kein Religionslehrer einer anderen Glaubensrichtung. Lehrer, die wegen ihrer Lehre oder sittlichen Führung vom Bischof zur weiteren Erteilung des Religionsunterrichts für ungeeignet erklärt worden sind, dürfen, solange dies Hindernis besteht, nicht verwendet werden. Artikel 24. An allen katholischen Volksschulen werden nur solche Lehrer angestellt, die der katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule zu entsprechen. Nun ist nicht jede Volksschule in der Bundesrepublik Deutschland oder auch damals im Reich offiziell katholisch. Offiziell. Aber wir erinnern uns Artikel 1 dieses Konkordats, in dem es ja heißt, dass die römisch-katholische Kirche Handlungsfreiheit genießt, ihre Religion in Deutschland auszuüben. Und da die römisch-katholische Kirche sagt, meine geistige Macht steht über der weltlichen Macht, hat die weltliche Macht nichts mehr zu sagen. Und das kommt dann hier in diesem Fall auch wieder zurück. An allen katholischen Volksschulen werden nur solche Lehrer angestellt, die der katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule zu entsprechen. Wenn wir jetzt hier das Wort katholische Volksschulen katholisch streichen, an allen Volksschulen werden nur solche Lehrer angestellt, die der katholischen Kirche genehm sind und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule zu entsprechen. So kann man das auch lesen für die anderen Schulen, die nicht katholischen. Im Rahmen der allgemeinen Berufsausbildung der Lehrer werden Einrichtungen geschaffen, die eine Ausbildung katholischer Lehrer entsprechend den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule gewährleisten. Mit anderen Worten, hier wird damit dafür gesorgt, dass die Indoktrination voll 100% durchgreift. Dass nur Leute, dass sie machen können, die Seminare besucht haben innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die sich also hier den unter anderem eben auch geistigen Exerzitien und eben der ganzen Lehrmethode, der Medici-Lehrmethode, die in der römisch-katholischen Kirche durch die Jesuiten gilt, angepasst haben.
Nur solche können Lehrer werden. Artikel 25. Orden und religiöse Kongregationen sind im Rahmen der allgemeinen Gesetze und gesetzlichen Bedingungen zur Gründung und Führung von Privatschulen berechtigt. Also ein Franziskanerkloster oder Benediktinerkloster oder Augustinerkloster oder Johanniter, was weiß ich, all diese religiösen Kongregationen und Orden sind im Rahmen der allgemeinen Gesetze und gesetzlichen Bedingungen zur Führung und Gründung von Privatschulen berechtigt. Und da gibt es halt viele Schulen, die offiziell gar nicht sagen, dass sie katholisch affiliiert sind, aber sie sind es dann. Das sieht man dann eben erst an ihrer Lehre. Also sie haben nicht nur die öffentlichen Schulen, sondern sie haben auch die Privatschulen im Griff. Artikel 28. Ja. In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen Häusern der öffentlichen Hand wird die Kirche im Rahmen der allgemeinen Hausordnung zur Vornahme seelsorglicher Besuche und gottesdienstlicher Handlungen zugelassen. Wird in solchen Anstalten eine regelmäßige Seelsorge eingerichtet und müssen hierfür Geistliche als Staats- oder sonstige öffentliche Beamte eingestellt werden, so geschieht dies im Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde. Also es ist die Kirche, die bestimmt, wer in Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen Häusern der öffentlichen Hand Posten bekleidet. Ja? So muss man das lesen. Dann kommen wir noch auf Artikel 32 zu sprechen, den wir vorhin schon kurz gesprochen hatten. Da haben wir hier, es herrscht Einverständnis darüber, dass vom Reich bezüglich der nicht-katholischen Konfession gleiche Regelungen betreffend parteipolitische Betätigung veranlasst werden. Dass den Geistlichen und Ordensleuten Deutschlands in Ausführung des Artikels 32 zur Pflicht gemachte Verhalten bedeutet keinerlei Einengung der pflichtgemäßen Verkündigung und Erläuterung der dogmatischen Grundsätze und der sittlichen Lehren und Grundsätze der Kirche. Ja? Hier geht es darum, aufgrund des in Deutschland bestehenden besonderen Verhältnisses, wie im Hinblick auf durch die Bestimmungen des bevorstehenden Konkordats geschaffenen Sicherungen einer die Rechte und Freiheiten der katholischen Kirche im Reich und seinen Ländern wahrenden Gesetzgebung, erlässt der Heilige Stuhl Bestimmungen, die für die Geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien ausschließen. Aber dass den Geistlichen und Ordensleuten in Deutschland in Ausführung dieses Artikels zur Pflicht gemachte Verhalten bedeutet keinerlei Einengung der pflichtmäßigen Verkündung und Erläuterung der dogmatischen und sittlichen Lehren und Grundsätze der Kirche. Dann kommen wir zu den letzten und da steht unten drunter, geschehen in doppelter Urschrift in der Vatikanstadt am 20. Juli 1933, Eugenio Kardinal Pacelli, der spätere Antichrist Papst Pius XII. Und Franz von Papen, Malteserritter. Dann Schlussprotokoll. Da steht nur noch im Grunde, bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage abgeschlossenen Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich haben die ordnungsgemäß bevollmächtigten Unterzeichneten folgende übereinstimmende Erklärung abgegeben, die einen integrierenden Bestandteil des Konkordats selbst bilden. Das war alles, was wir bis jetzt gelesen hatten. Und dann kommen hier noch ein paar Zusätze zu Artikel 3, 13 und so weiter. Das hatte ich ja bereits auch vorgelesen. So, und damit komme ich zum Ende dieses Pakt mit dem Teufelsvideo. Ich hoffe, es ist für jeden mal deutlich geworden, was dieses Konkordat tatsächlich bedeutet. Ich werde in die Beschreibungsbox dieses Videos die Links sowohl des Artikels, den ich vorgelesen habe, als auch den Link, von dem ich das Konkordat runtergeholt habe, damit zufügen. Kann jeder sich das nochmal selbst durchlesen. Und nur wenn man die römisch-katholische Kirche kennt und versteht, dann versteht man auch und begreift auch, was in diesem Konkordat wirklich gesagt ist. Und dieses Konkordat oder dieser Konkordat, meine lieben Brüder und Schwestern, gilt heute in Deutschland immer noch genauso, wie er vor 80 Jahren galt, als er in Deutschland gemacht wurde, 1933. Heute sind wir 2019, also etwas über 80 Jahre ist das schon her. Ne? Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren, ist seitdem ein besetztes Gebiet. Das Deutsche Reich gibt es in der Sicht nicht mehr, wie es das damals gegeben hat. Jetzt könnt ihr wieder mit euren Grenzen von 37 kommen und so weiter. Das ist alles völlig wurscht. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass in dem, was heute uns als Deutschland verkauft wird, was als Bundesrepublik Deutschland heute dasteht, dieses Konkordat uneingeschränkt, unverändert noch so wirkt, wie es damals gewirkt hat.
Und das sollte eine Menge für viele Leute, die bis jetzt an vielen Dingen, die ich vielleicht gesagt habe, gezweifelt haben, hier bestätigen mit der Lesung von heute. Es ist wichtig, dass ihr eure eigenen Studien in der Hinsicht macht. Und ich sehe euch dann wieder zum nächsten Video. Bis dahin, lest hauptsächlich bitte, bitte eure Bibel und lehrt oder lernt die Wege von Jesus Christus kennen. Lehrt die Wege Jesus Christus, durch hinauszugehen in die ganze Welt und das Evangelium einer jeden Kreatur beizubringen. Und lernt die Wege von Jesus Christus, von unserem Erlöser, durch die Bibel zu lesen.